Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Wir machen gerade eine Schwertransportmission, bei der wir hier eine Turbine vom Staudamm zum Stahlwerk bringen müssen. Und da haben wir im letzten Teil schon den Mobilkran zum Verladen der Turbine hier zur Baustelle gebracht. Und jetzt müssen wir noch die passenden Fahrzeuge zum Transport von der Turbine hierher bringen. So, und da haben wir ja dazu hier die passende Schwerlastzugmaschine und den passenden Spezialtransportanhänger, heißt der, glaube ich. Lass mich nochmal kurz nachgucken, oder Schwerlastanhänger. Genau, den haben wir letztes Mal neu gekauft. Da ist der Spezialtransportanhänger. Ne, Spezialtransport auf Liege. Ach, wir haben sogar zwei davon. Sind die gleich? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kann man sogar beide benutzen. Auf jeden Fall ist dieser hier, der grüne, bei dem sechsten offiziellen DLC für den Bausimulator 2015 mit dabei. Genauso wie diese Schwertransportzugmaschine von MAN. MAN TGX D38. Beziehungsweise MAN TGX 41.640, also 640 PS. LKW haben wir hier, genau. Mit passendem Schwertransport, Aufbau und so weiter. So, erstmal müssen wir natürlich Stützen einfahren, bevor wir losfahren. Deswegen halt die ganze Zeit so rumgezappelt. Jetzt sind sie auch eingefahren, jetzt kann es auch losgehen. Genau, ab zum Staudamm geht's. Und dann gucken wir mal, dass wir das ganze Gefährt da gut hinbringen. Ich weiß echt nicht, ob dieser blaue Auflieger vielleicht sogar genauso ist wie der grüne Auflieger. Dass wir den eventuell auch dafür verwenden können. Der blaue Auflieger war ja bei dem... Ich glaube, der war bei dem... Raupenkran von Liebherr mit dabei, also bei dem DLC. Und genau, wahrscheinlich, falls man das nicht hat, ist halt hier nochmal so ein Auflieger mit dabei, dass man halt dann auch einen Auflieger hat. Falls man das DLC mit dem Liebherr Raupenkran nicht hat, genau, dass man halt dann aber auch hier auch einen Auflieger hat zum Transportieren von den Sachen. Deswegen nehmen wir jetzt aber auch diesen grünen Anhänger, weil der halt hier bei dem DLC mit dabei ist und ich euch ja schließlich die Features von diesem DLC hier zeigen will. Genau, so sieht das ganze Fahrzeug hier übrigens auch von innen aus. Und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Also ich denke mal, verladen und so weiter sollte heute machbar sein, ob wir bis zum Stahlwerk kommen. Also das Ganze bis zum Stahlwerk heute auch bringen können. Schauen wir mal, je nachdem, wie schnell das Verladen geht und so weiter. So, aber bei sowas ist natürlich jetzt hier, so bei Schwertransportmissionen, ist natürlich auch wieder dieses Begleitfahrzeug echt eigentlich ziemlich gut. Da kann man das eigentlich ganz gut passend nutzen. Halt dann Multiplayer zum Beispiel, wenn halt dann der andere Mitspieler oder ja, halt einer der anderen Mitspieler, je nachdem, mit wie viel man halt spielt, halt hinterher fährt mit dem Begleitfahrzeug und sozusagen den Transport absichert. So, wir fahren die gleiche Strecke, die wir auch mit dem großen Mobilkran gefahren sind, weil wir haben ja gesehen, auf der Flussseite ist es irgendwann ein bisschen eng, wenn da Gegenverkehr kommt. Kann man mit so großen Fahrzeugen wie dem hier zum Beispiel nur sehr schwer ausweichen. Der sieht schon richtig cool aus hier, der Schwertransportauflieger. Zusammen mit dem, Spezialtransportauflieger mit der Schwertransportzugmaschine. So, warten wir, bis die Ampel so gütig ist und grün wird. Ja, jetzt ist grün, sehr schön. Genau, habt ihr auch hier schon vielleicht gesehen, alle Achsen sind ja auch hier, alle? Oder, doch, ich glaube sogar alle, ne? Alle Achsen sind hier auch mitgelenkt, also auf jeden Fall sehr coole Sache. Dass man halt hier auch möglichst gut in die Kurven kommt, sonst würden wir hier locker an dieser Laterne hängen bleiben, wenn die Achsen alle starr wären. Auch ganz vorschriftsmäßig hier mal schön anhalten. Den Herrn sicher über den Fußgängerüberweg gehen lassen. Dame sollte... Ja, erst da sein, wenn wir schon wieder weg sind. Und wir fahren jetzt einfach mal schön hier weiter durch Fuchsberg. Genau, dann raus in die Natur und holen dort den Dings, die Turbine. Wir müssen nur gucken, wie wir irgendwie mit dem Fahrzeug dort drehen können. Weil wir können, ich weiß nicht, ob wir können es probieren, aber wenn wir da geradeaus weiterfahren, dann auf diese schmale Straße kommen, die eigentlich so gut wie einspurig ist, aber in beide Richtungen befahren wird. Da wird es mit dem breiten Fahrzeug doch etwas eng. Ich weiß nicht, ob wir da ausweichen können, weil wir haben letztes Mal gemerkt, ich weiß nicht, da konnten wir irgendwie nicht über die Wiese fahren. Oder sind wir dann im Leitpfosten da im letzten Teil hängen geblieben? Deswegen dachte ich, dass wir da nicht über die Wiese fahren können. Ich weiß es nicht. Wir könnten es höchstens probieren. Aber wir probieren es einfach mal. Wenn nicht, müssen wir zurücksetzen und irgendwie anders probieren, da zu fahren. Auch wenn es dann etwas kompliziert wahrscheinlich wird, je nachdem, wie weit wir schon sind. Aber wir gucken einfach mal. Jetzt holen wir erstmal die Turbine. Und dann haben wir noch einige andere Schwertransportmissionen. Wir haben ja zweimal so einen Silo-Transport, dann noch so einen Lok transportieren, Handymast. Die müssen wir wahrscheinlich auch noch aufstellen und so. Gucken wir einfach mal. So, guck mal, schafft gerade gar nicht so viel mehr als 50 km/h, obwohl wir hier viel schneller aber fahren dürfen. Mal gucken, wie viel er dann schafft mit der Turbine hinten drauf. So, jetzt sind wir gleich am E-Werk. Und dann geht es dahinter schon links rein. Wir könnten höchstens gucken. Man konnte ja noch ein Stück geradeaus fahren von der Stelle, wo wir die Turbine jetzt verladen.
Ob man da, ist auf der anderen Flussseite nochmal so ein Gebäude. Ob wir da vielleicht dann drehen können, weil sonst würden wir da drüben links jetzt, glaube ich, die Straße fahren. Und ist schon recht schmal, wie wir letztes Mal gesehen haben. Wenn es da Gegenverkehr entgegenkommt, seht ihr, da fahren auch gerade einige Autos, dann kann das schon ganz schön eng werden. Wobei, ich weiß nicht, ob der LKW ein bisschen schmaler vielleicht sogar ist als der Mobilkran. I don't know. So, hier jetzt links auf jeden Fall. Gucken. Sieht man auch nochmal hier mit den Achsen. Das reicht vom Ausholen her nicht. Ein bisschen weiter ausholen. Lassen wir erstmal hier schön das Auto da vorbeifahren. Aber eigentlich kann man ja über die Wiesen fahren. Ich weiß auch nicht, letztes Mal... Wir hätten bestimmt mit dem Mobilkran über die Wiese ausweichen können. Jetzt kleben wir hinten eine Leitplanke fest. Wir hätten bestimmt mit dem Mobilkran über die Wiese ausweichen können. Nur irgendwie, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich bin in dem Leitpfosten einfach hängen geblieben und dachte, da wäre so eine unsichtbare Wand, dass wir nicht über die Wiese fahren können. Ach du Scheiße. Probleme hier beim Abbiegen. So, jetzt. Ein bisschen größerer Umweg hier. Immer einmal über die Wiese gefahren. So, und da unten ist auch schon gleich die Stelle, wo wir hinwollen. Genau, da steht unser schönes gelbes Gefährt. Und da drüben könnten wir eventuell drehen. Weil das können wir vielleicht mal probieren, bevor wir jetzt die Ladung holen. Ui, das war knapp mit dem Auto. Die drehen oder wir stoßen hier zurück. Das ist auch ein bisschen eng. Ah ne, wisst ihr was, wir laden erstmal auf und dann gucken wir wegen der Straße da. Aber eigentlich kann man doch über die Wiese ausweichen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind wir bestimmt einfach nur irgendwo hängen geblieben, deswegen hat es nicht funktioniert. So. Wir verladen jetzt erstmal und dann gucken wir weiter. Der sieht schon so geil aus hier mit dem Rot und dann dem grünen Anhänger. So ein geiles Fahrzeug. Ist auf jeden Fall sehr, also finde ich auf jeden Fall echt sehr cool, dass hier von Weltenbauer immer noch weiter DLCs, Erweiterungen für das Spiel rausgebracht werden, damit das Spiel immer noch so ein bisschen aufgefrischt wird sozusagen. Und noch so weiter die Motivation auch da ist und so weiter, das noch weiter zu spielen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Mal gucken, wie lange es jetzt hier noch immer neue DLCs geben wird. Es war ja auch immer noch so Mobilbagger immer noch angekündigt. Davon gibt es ja auch auf der Bausimulator-Webseite auch noch Bilder. Ich finde ja auf Facebook haben sie, glaube ich, auch Bilder davon gepostet. Mal gucken, wann der dann als DLC rauskommt. Ich habe eigentlich erwartet, als ich gehört habe, dass ein neues DLC rausgekommen ist, dass der als DLC erschienen ist, aber genau, war doch nicht. Also von diesen Fahrzeugen war hier irgendwie noch nie die Rede, dass irgendwie sowas da als DLC, glaube ich, geben wird. Nee, wobei doch, kann sein, dass die Schwertransportzugmaschine mal angekündigt, irgendwo mal irgendwas davon stand, glaube ich, auch von dem Mobilkran. Meine ich nichts gehört zu haben davor. Genau, ist aber auf jeden Fall echt ein cooles DLC, coole Features, finde ich. Und genau, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, falls ihr euch kaufen wollt. Link zu einer Seite, wo ihr euch es kaufen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Finde ich aber echt auf jeden Fall sehr cool von Jungs, also von Entwicklern von Weltenbauer, dass die da weiter hier an dem Spiel halt das Spiel mal weiter mit DLCs. Genau, ich bin ja mal gespannt, ob es irgendwann noch einen neuen Bausimulator geben wird für einen PC. Aktuell ist ja der Bausimulator 2 für Android und iOS und so weiter, also für Mobile Devices, für mobile Geräte in Entwicklung. Ich weiß gar nicht, wann der genau rauskommen soll. Wäre auf jeden Fall schön, wenn noch eine neue Version hier irgendwann vom Bausimulator 2015 irgendwann kommt, also ein neuer Bausimulator halt. So. Dann verladen wir mal die Turbine. Aber es ist auf jeden Fall echt eine gute Sache, dass es immer so erweitert wird, finde ich, mit so neuen DLCs. Oh, ein bisschen zu tief schon. Lass mal ein bisschen hochfahren. Das sind ganzen Bäume ja noch. Und, genau, bin ich mal gespannt, was noch so in Zukunft an DLCs rauskommt. Halt auch zum Beispiel mit diesem Bagger, der ja da angekündigt ist. Von dem ja auch schon öfters mal die Rede war, so bin ich mal gespannt, was daraus wird. Aber ich denke mal, da wird es auch anscheinend bald ein DLC geben irgendwann. Aber es heißt, seit dem fünften DLC bis zu dem DLC hat es jetzt schon einige Zeit, finde ich, gedauert. Also, ich weiß nicht, da kam, glaube ich, mal zwischendurch DLCs mal auch mal schneller raus. Aber gut, macht ja nichts, wenn es ein bisschen länger dauert. Hauptsache, sind dann gut umgesetzt. So, laden wir das ruhig schön in die Mitte, damit das schön passt. Nicht aussteigen, sondern F, genau, zum Abhaken. Den können wir einmal zurücksetzen, den Kran. Der bleibt auch noch hier stehen, erstmal. Genau, den werden wir auch dann zum Stahlwerk liefern lassen, den werden wir nicht hinfahren. Die Zeit sparen wir uns dann doch. So. Ich blende mal wieder hier das HUD ein. Ladung befestigen. So, jetzt fahren wir erstmal geradeaus, weil sonst ist das Drehen hier eh ein bisschen schlecht. Machbar. Er sieht schon geil aus, die Zugmaschine. So, dann gucken wir mal, vielleicht schaffen wir es auch geradeaus da durch. Aber eigentlich müssten wir doch auf die Wiese fahren können.
So. Also sonst könnten wir jetzt hier links und dann dazu... Wobei, das ist schon ein bisschen eng da. Auch jetzt hier, um die Kurve zu fahren. Ich glaube, wir probieren jetzt hier links zu fahren, stoßen dann hier rückwärts zurück und gucken, dass wir dann hier... Oder? Ach, du Schreck. Guck, da kommt schon der erste Gegenverkehr und es wird gleich kritisch. Oh, warte mal. Wenn wir das... Nein, das schaffen wir nicht. Das wird... Ah, das wird zu viel Arbeit. Wenn da jetzt so oft auch Fahrzeuge kommen, das wird mir auch ein bisschen zu blöd irgendwann. Ich hoffe halt nur, dass wir jetzt hier rauskommen. Dass wir links hier rauskommen, weil das ist auch ein bisschen eng hier, die Einfahrt. Naja, wir probieren's. Wir probieren's. Lassen wir ihn erstmal durch. Ich glaube, Blinker habe ich schon mal gesetzt. Ah, wisst ihr was genau? Wir fahren jetzt recht weit hier raus über die Wiese. Und dann ganz rum. Dann passt das. Einmal kurz nochmal am Stoppschild hängen. Nee, am Abbiegenschild, am Rechtsabbiegenschild hängen geblieben, aber jetzt geht's. So, und einmal zurück in die City. Genau, im nächsten Teil denke ich mal, werden wir es abladen. Dann geht's weiter mit dem nächsten Auftrag. Dann können wir vielleicht mit dem Handymast machen. Aber die sind auf jeden Fall eigentlich alle ziemlich interessant, aber wir werden ja eh alle hier im Let's Play mal machen. Aha, hier müssen natürlich auch alle da stehen jetzt, Kollegen. Mensch, ihr könnt doch eigentlich fahren, da steht doch gar kein Fahrzeug mehr. Ah, es passt. Es passt. Wir sind durch. Es geht weiter. Weiter in Richtung Ziel. So. Ich muss mal echt aufpassen. Man bleibt hier echt immer ein bisschen abbiegen, weil der Anhänger so mitlenkt. Das schon so da innen hängen. Wobei, das würde auch wahrscheinlich auch beim Anhänger bleiben. Passieren, der starre Achsen hat. Wobei, wir könnten den ja so lenken. Die Achsen sind ja wahrscheinlich auch wie bei diesem blauen Anhänger und den anderen Spezialtransportanhängern, wo man so wo die Achsen so mitlenken. Jetzt bei dem hier wahrscheinlich auch so sein, dass man die auch so selber noch steuern kann. Das heißt, wir könnten selber noch irgendwie das bisschen beeinflussen. So. Also dann einmal rechts abbiegen da vorne. Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Blinker ist gesetzt. Ich hoffe mal, der will nicht hier rein, ja. Weil das wir schön ausholen können. Let's have a look outside. Oh ja. Jetzt sind wir schön da hinten hängen geblieben. So, und einmal rum. Passt. Das passt so. Und ich denke mal, je öfter wir jetzt halt diese Transporte hier fahren werden, desto besser werden wir damit auch zurechtkommen. So, hier kommt zum Glück gerade keiner, soweit ich durch die Bäume gucken kann, um die Ecke. Ja, da kommt einer. Aber das ging auch problemlos, glaube ich, da, ohne irgendeinen Unfall. So, wieder mit 50 km/h Höchstgeschwindigkeit schafft er hier mit dem Auflieger und mit der Ladung. Uiuiui, schaukelt gerade ganz schön. Hängt er wieder irgendwo fest? Nee. Aber finde ich echt cool, dass hier auch nochmal so eine größere Maschine hier umgesetzt wurde. Der Scania, den wir da hatten, da war das, war der Scania... Nee, das war keine Schwertransportzugmaschine, ne? Das war eine ganz normale Maschine. Vielleicht, glaube ich, auch ein bisschen größeren Fahrwerk, aber jetzt nicht als Schwertransportmaschine, glaube ich, ne? Aber das war ja ein 780, der Scania da, glaube ich. Also nochmal stärker als der MAN jetzt hier. Ach nee, was ist jetzt hier los? Was ist hier los? Der eine drängelt sich hier einfach durch, schiebt den hier einfach weg. Aber den anderen stört es einfach nicht. Ja, habe ich halt eine Beule an der Seite in meinem Auto. Soll er doch weiterfahren? Ich fahre jetzt auch einfach weiter. So, und wir fahren auch weiter. Der Weg ist ja schon markiert zum Stahlwerk. Wobei, auch wenn das schon ein bisschen länger her ist, seitdem ich das letzte Mal Bausimulator gespielt habe, ich glaube, den Weg weiß ich immer noch. Wüsste ich jetzt immer noch. So ungefähr. Auch mit der Steuerung komme ich eigentlich auch noch ziemlich gut zurecht. Auch wenn ich jetzt ein bisschen länger schon nicht mehr gespielt habe. Bei manchen Spielen ist es ja so, besonders mit so komplexer Steuerung, wenn man da ein bisschen länger nicht gespielt hat, da muss man erstmal wieder so reinkommen in die Steuerung. Oder auch beim Flugsimulator ist es so, wenn ich da längere Zeit so ein Flugzeug nicht geflogen bin, muss ich auch erst nochmal, bevor ich dann halt den Flug halt aufnehme und so weiter, also einen Flug mit dem Flugzeug aufnehmen, muss ich auch erst nochmal ein bisschen mir kurz davor das Flugzeug anschauen, von den ganzen Abläufen und so weiter, wo da welcher Schalter liegt und so weiter, dass halt dann der Aufnahme nicht so ewig dauert, dass ich da nicht ewig suche. Besonders wenn das Flugzeug halt noch recht neu ist, wenn ich halt noch nicht so oft davor mit dem Flugzeug geflogen bin. Also beim Airbus zum Beispiel, also Flugzeugen aus der Airbus A320-Familie, mit dem bin ich ja schon so oft geflogen, da ist es kein Problem, oder der 737. Aber halt zum Beispiel der MD-11, die ja noch recht neu für mich ist, weil mit der bin ich ja nicht so oft geflogen zum Beispiel,
Da muss ich schon manchmal, wenn ich ja längere Zeit mal nicht mit dem Flugzeug geflogen bin und dann wieder damit einen Flug aufnehmen will, dann muss ich davor erstmal wieder ein bisschen gucken vor der Aufnahme, wie genau das Flugzeug zu bedienen war, wo da was war und so weiter. Auch manchmal beim Bordcomputer, wie da genau die Eingaben zu tätigen waren und so weiter. Was da wann zu machen war. Genau, aber wie beim Bausimulator komme ich mit der Steuerung jetzt auch, wenn ich ein bisschen länger jetzt, auch wenn es schon ein bisschen her ist seit dem letzten Teil, komme ich hier echt noch ziemlich gut zurecht mit der Steuerung, weil es jetzt auch nicht so eine komplexe Steuerung hier. Genau. So Leute, wir sind schon wieder am Ende von diesem Teil hier angelangt. Im nächsten Teil geht es bis zum Stahlwerk. Wir laden das Ganze ab und beginnen mit dem nächsten Auftrag. Und hoffe ich, dass ihr im nächsten Teil auch wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, dieser Teil hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das DLC kaufen wollt, Link zu der Seite, wo ihr das machen könnt. Zu einer Seite, wo ihr das zum Beispiel machen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.